Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Bielefeld und erstmal geht natürlich wieder ein großes Dankeschön raus an die Menschen, die so zahlreich immer meine Videos bewerten. Freut mich sehr, sehr, dass euch das so gefällt. Und direkt gehen wir dann auch jetzt rein, sobald ich euch die Startformation gezeigt habe, in das Spiel gegen Bielefeld haben ein Heimspiel. Das wird unsere Startformation sein. Van de Ven kehrt für Lacroix wieder zurück. Ich finde, der hat das in der Europa League richtig gut gemacht. Letzte Folge könnt ihr euch das ja nochmal angucken, falls ihr die noch nicht abgecheckt habt. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt rein. Let's go. Haben ein Heimspiel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Und ja. Hoffen wir mal, dass wir auch ein gutes Heimspiel zeigen. Und dann gehen wir jetzt direkt rein. Kaminski, ja, kommt dabei durch, steht es hier vielleicht 1-0, könnte aber auch jetzt 1-0 stehen. Ich glaube, da hat er noch den Pfosten geküsst, kann das sein? Nee, es sah aber aus. Es war ein richtig guter Schuss. Oh, richtig gute Übersicht da. Kaminski nimmt da mal Musch mit. Und der muss es aus diesem Winkel probieren. Aber Ortega ist da. Ich glaube, Ortega spielt da noch, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches behaupte. Was da Franks könnte da wunderbar Lukas Engmecha bedienen. Und der muss es so machen. Ach, nee. Hat er nicht auf seinen optimalen Rechten. Nee. Schade. Er hat einfach mal Guardiol und Lacroix in den Hintergrund gestellt. Jetzt die Flanke von Kaminski, die ist wunderbar. Warum geht Lukas Engmecha denn da mit dem Fuß hin? Mit dem Kopf. Kontermöglichkeit. Baku sichert ab. Bomusch. Wunderbar. Diese Winkel, die kann er. Aber diesen Ball gewinnen. Und jetzt vielleicht nochmal die Chance. Lukas Engmecha muss es selber probieren. Ja. Bleibt hier beim 0:0. Passt das stark auf. Und da ist Iasako. Und das müsste es doch jetzt sein. Oh, er macht es nicht, aber Asta Franks macht es auch nicht. Brekalo, Doppelchance, Dreifachchance. Was passiert hier? Oh Gott, das wäre die Chance gewesen. So, Mensch. Hier, Sarko. Probiert es einfach mal selber. Ja. Schade. Wird aber auch nichts. Oh, starker Ball und da ist Lukas Engmecha und der macht ihn. Der macht ihn wunderbar. War wichtig. War sehr, sehr wichtig. Aber wir haben uns schwer getan. Wir haben uns wirklich sehr, sehr schwer getan, aber Engmecha ist im Moment unser Torgarant für die Frimpong. Born ist durch. Er muss es selber probieren und er macht es richtig gut. Sein erstes Saisontor. Wunderbar. Spiel ist entschieden. Spiel ist entschieden. Richtig gut gemacht. Horn macht den Deckel drauf. Erstes Bundesliga-Tor für den 16-Jährigen. Horn wieder. Bielefeld macht es natürlich auf. Macht Horn mit sein zweites Tor. Er macht es nicht. Der muss wirklich sitzen. Okay, war stark. Horn wunderbar auf Lukas Engmecha durchgesteckt. Macht er jetzt wieder seinen Doppelpack.
Ja. 3-0. Das ist jetzt doch ein Tor zu hoch. Das ist dann jetzt doch ein Tor zu hoch. Aber ja, letztendlich. Es ist immer, und das ist auch von der vom Realismus her wirklich richtig, es ist immer dann, wenn Bielefeld offen machen muss, wenn sie kontern müssen, und dann kontern wir sie einfach eiskalt aus. Also wenn der Gegner ein Tor schießen muss, machen sie auf und wir kontern dann einfach. Das ist realistisch, das gefällt mir. Sonst ist es immer ein knappes Ding. Hat man ja auch gemerkt, bis zum 1-0, es hat bis zu 70 Minuten oder so gedauert. Das gefällt mir. Und 3-0 Sieg. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber ordentliche Partie. So, jetzt geht's in der Europa League gegen Aston Villa. Die haben wir ja 5-0 zu Hause besiegt. Jetzt spielen wir in England. Haben auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Ich denke mal, Aston Villa will schon eine Revanche. Und Startformation seht ihr jetzt. Und dann geht's rein. So. Wir können den Gruppensieg klar machen. Das sollten wir gewinnen. Let's go. Oh, starke Balleroberung von Horn. Es ist ja übrigens wieder eine B11 letztendlich für die Spieler, die nicht so viel spielen. Die habe ich jetzt eingesetzt. Sebastian Horn. Cherky. Und Sebastian Horn mit dem ersten Abschluss. Nee, das spielt jetzt sich da an. Stark Horn. Boah. Hier ist eine gute Möglichkeit. Wimmer. Ja, da steht aber keiner in der Mitte. Gutes Spiel. Oh, wunderbarer Ball da für Horn. Asta Franks. Er macht es nicht. Eckball. Wieder Asta Franks auf Baku. Nee. Auf wen? Auf Udochi, glaube ich, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich den Namen richtig. Nee, auf Mukoko. Mukoko war es. Asta Franks mit einer Vorbereitung. 1-0. Mukoko trifft wieder. Mal wieder ein Eckballtor, hatten wir lange nicht mehr, gefällt mir. Oh, Asta Franks. Sebastian Horn. Und er macht es. Nicht. Und Cherki mit dem anderen Eckball. Wieder auf Mukoko. Guardiol. Und Cherki, Außenrissschuss. Damit geht's in die Halbzeit, glaube ich, ne? 1-0 führen wir. Durch den Eckball. Sehr, sehr. Franjic. Und da kommt Cherki. Ja, aber der war ungefährlich. Jetzt starke Übersicht da, Cherki. Oh, wunderbar auf Mukoko, das ist wunderbar gespielt und der hämmert ihn rein. Also besser kannst du das gar nicht spielen. 2-0, ich wollte eigentlich das Tor nochmal sehen. Und Wimmer, von dem auch noch nicht so viel zu sehen. Das war die Zubereitung auf Mukoko, der schießt. Ja, aber Olsen hat ihn. Oh. Das haben sie jetzt mal stark gespielt. Da hat die komplette Innenverteidigung geschlafen. Guardiol macht das aber stark. Bleibt stehen, stellt den Fuß raus. Schöner Seitenwechsel wieder auf Kaminski. Der ist frisch. Der ist frisch und der macht es nicht. Kann aber nicht klären. Aber jetzt vielleicht mal Frimpong. Nee, Torwart ist da. Wunderbares Zuspiel, damit Lukas Emecha. Lukas Emecha machte das nächste Tor. Er macht 3-0. Ding ist durch.
Und er trifft schon wieder. Also es scheint die Saison des Lucas Hernandez zu sein, der noch nie so stark war. Scheint wohl seine Saison zu sein. Der trifft und trifft. Jetzt vorsichtig, Guardiol stellt den Laufweg zu, aber aus diesem Winkel. Okay, 1-3. Das ist unser erstes Gegentor in der Europa League, aber das will ich mir doch mal angucken. Also Guardiol steht eigentlich richtig. Ja, okay, er macht aber auch keinen Zugriff, ne? Okay, so richtig steht er nicht dran. Nee, nee, nee. Also Guardiol zu wenig. Zweikampf. Das sah erst aus, als hätte das Bein versucht, ihn rauszustellen, aber es war nicht so. Ja. Und so eine Fehler darf sich Guardiola nicht erlauben, wenn er mit in die Startelf möchte. Denn das machen Scalvini und Van de Ven eigentlich sehr, sehr stark. Lucas Hernandez, spitzer Winkel. Oh, der rutscht sogar noch durch. Und Guardiol versucht es nochmal aus der Distanz, aber zu haben muss. Ja, das müsste es gewesen sein. Wir gewinnen in Aston Villa mit 1-3 und sind damit Gruppensieger. Eine richtig gute Vorstellung. Außer das Gegentor, da war Guardiola schuld, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber sonst eine richtig gute Partie. Wieder mal. So, das war's wieder mit dieser Folge. Wir gucken natürlich nochmal auf die Tabelle zum Abschluss dieser Folge, beziehungsweise des 12. Spieltags bei uns. Ihr habt es ja gesehen, die anderen haben schon 13. Wir könnten jetzt theoretisch auf 25 Punkte kommen und sollten wir mit 3 Toren Unterschied gewinnen, sind wir sogar Erster. Das erste Mal in dieser Karriere bei mir. Ich glaube, wir waren bis jetzt noch nie Erster. Ja, sollten wir verlieren, bleiben wir Vierter. Und sorry dafür. Und ja, Leverkusen, die negative Überraschung hängt unten mit drin. Wir spielen dann morgen gegen Stuttgart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.